Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Fullface K-Beauty, C-Beauty, asiatische Schminkprodukte im Prinzip. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das Besondere an diesen Produkten ist, dass sie unglaublich schön sind. Also ich verlinke euch alles, was ich finden kann in der Infobox. Das meiste bekommt ihr bei YesStyle, habe ich gesehen. Also die haben mittlerweile auch Floraces und CC sogar mit im Sortiment. Und Flower Nose, das habe ich euch ja letztens auch im Haul gezeigt, kann ich euch im E-Mail verlinken, ist dort auch eingezogen. Und ich starte einfach mal mit einem Primer. Der ist aus der British Museum Reihe, Alice's Adventures in Wonderland, okay, von CC, das ist dieser hier. Und ich glaube, das dürfte ein Illuminating Primer sein. Sehr, sehr fest von der Konsistenz her. Und den trage ich mir jetzt einfach mal wie eine ganz normale Creme auf. Ja, der ist tatsächlich mit so einer wässrigen Base, ein ganz leichter, frisch gewaschener Wäscheduft. Und fühlt sich irre gut auf der Haut an. Also man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass da jetzt gleich irgendwie vielleicht was krümeln könnte oder so. Das ist richtig schön. Doch, also sehr genährt. An der Nase bräuchte ich eigentlich noch ein bisschen mehr Pflege, weil ich immer noch etwas erkältet bin. Die Bronchitis lässt grüßen. Aber gefällt mir auf jeden Fall. Ist ein wunderschöner Primer, den ich euch wirklich empfehlen kann. Und jetzt kommen wir zu einer Foundation. Die ist wundervoll. Die ist wirklich, kann man eigentlich zu allen Produkten sagen, die hier sind, ne? Aber guckt euch mal diese Verpackung an. Als ich euch mein Video hochgeladen habe, wo ich meine Foundations auch gezeigt habe, haben auch viele gesagt, oh mein Gott, die ist wunderschön. Bei YesStyle ist die jetzt aber, glaube ich, relativ teuer. Ich hatte die von Floraces selber in der Farbe N20 habe ich die hier. Und ihr könnt bei YesStyle mit Claudis Welt sparen. Ich glaube, das sind 10%. Und bei Floraces habe ich jetzt aktuell keinen eigenen Code. Aber naja, die tragen wir jetzt einfach mal auf. Ein Pumper pro Seite müsste eigentlich reichen. Und dann nehme ich mir jetzt so einen schönen Foundation-Pinsel und verteile mir die. Und die Farbe ist einfach großartig. Ich habe die damals auch in der Kooperation bekommen. Und da war es auch Winter. Und da hat die Farbe auch wundervoll gepasst. Also das ist ein perfect Match für mich. Und die sieht die Haut, ne? Die sieht immer noch wie Haut aus. Das hat sich wundervoll mit meiner Haut verbunden. Und ja, ein paar Rötungen und so schauen noch durch. Muttermale schauen noch durch. Aber es sieht überhaupt nicht so aus, als hätte ich Foundation im Gesicht. Das ist echt krass. Also so sieht mein Gesicht auf jeden Fall schon mal ein bisschen ruhiger aus, ne? Ich habe jetzt keinen expliziten Concealer aus dem K-Beauty, C-Beauty-Bereich. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal einen, den ich hier offen habe. Das ist einer von L'Oreal in der Farbe 1RC. Krass, die Foundation müsste ich echt nicht mit dem Schwämmchen einarbeiten. Das ist ja der Wahnsinn, Leute. Das ist echt krass. Auch eine Lidschattenbase habe ich nicht. Deswegen nehme ich die von Essence aus meinem Project Pen. Und dann gehen wir mal weiter zu der Marke Da habe ich einen Liquid Blush und da bin ich sehr gespannt. Moist and Pool Blusher in der Farbe, das dürfte genau 03 Rose Brown sein. Man kennt das ja in diesem ganzen K-Beauty-Bereich. Blush ist auf jeden Fall sichtbar, ne? Ganz in Relation, also im Gegensatz zu Bronzer zum Beispiel. Sehr, sehr flüssig. Also da bin ich auch mal gespannt, wie der sich jetzt gleich auf meinem Gesicht verhalten wird. Ich habe mir jetzt ja so anderthalb Pumper aufgetragen. Und dann nehme ich mir mal meinen Pinsel. Ah, okay. Nee, wenn ich da jetzt so mit dem Pinsel reingehe, wird es auch wässrig. Also das ist jetzt nicht irgendwie super krass deckend. Also da bin ich mal gespannt, ob man den überhaupt sieht. Kannst du sicherlich auch super ohne Foundation tragen, wenn du nur so einen leichten Blush-Effekt haben möchtest. Okay, weil der trägt jetzt meine Foundation schon ein bisschen ab, ne? Das ist immer das Problem, wenn man halt sehr wässrige Produkte dann da drüber aufträgt. Also jetzt kommt quasi meine Haut einfach durch. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Nee, also das ist, nee. Einfach nee. Kein Blush, den man dann in Kombination mit einer Foundation halt trägt. Also ich nicht. Ich trage jetzt einfach hier auch wieder Foundation auf, ne, weil das hat ja einfach nur die Foundation abgetragen. Sehr schade. Also manchmal ist es so, dass die Inhaltsstoffe sich einfach nicht vertragen. Als nächstes nehme ich ein Produkt von Flower Nose. Das ist dieses extrem schöne pinke Puder. Und da hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir die Pigmentierung nicht so super stark haben. Das heißt, dass wir jetzt nicht irgendwie einen Blush dadurch bekommen, sondern dass es halt wirklich ein wunderschönes, aufhellendes Puder ist für unter den Augen, was dann vielleicht auch so ein paar Schattierungen, Augenschatten quasi ausgleichen kann, ne? Also es ist wunderschön. Ich finde es, also das kann man sich einfach so angucken. Das ist aus diesem Schwanenballett.
Sortiment, was Flower Nose hat. Und ja, einfach wunderschön. Wir haben ja auch so einen süßen kleinen Puffel mit drin und ein Netz, wo das Puder dann zu sehen ist. Habe ich mir jetzt mal ein bisschen was in meinen Puffelchen aufgetragen. Vielleicht ein bisschen in meine Handinnenfläche einarbeiten. Okay, das färbt jetzt nicht meine Hand rosa, das ist schon mal positiv. Also nehme ich noch ein bisschen mehr. Sehr gut, okay. Und dann kann ich unter meinen Augen und um meine Augen drumherum abpudern. Ach, ist das gut. Das gefällt mir, ja. Das ist super. Das gibt es auch in anderen Farben, ne? Ich glaube sogar in lila. Oder ja, violett ist das dann ja quasi. Richtig cool. Schönes Puder. Sehr, sehr leicht, ne? Aber es färbt ganz leicht rosa ein. Also man sollte es halt wirklich nur verwenden, wenn man wirklich vom Hautunterton etwas kühler unterwegs ist. Und ich habe ja einen neutralen bis kühlen Hautunterton, ne? Aber trotzdem sieht man diese ganz, 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 ganz leichte, weil ich jetzt auch recht viel aufgetragen habe, ja, rosane Geschichte, aber nur ein Hauch von. Also es ist jetzt nicht irgendwie schlimm, ne? Genau, ja, schönes Puder werde ich auf jeden Fall weiterverwenden, wenn ich es übers Herz bringe, aber es ist halt wirklich ein wundervolles Puder, ne? Mag ich gerne leiden. Und jetzt habe ich aus einer Kooperation mit Floraisis noch diese Face Palette. Das ist diese hier, die ja besteht aus Blush, Bronzer und Highlighter und Puder. Ich werde jetzt erstmal das Puder verwenden und trage mir das im ganzen Gesicht auf. Einfach so leicht die Foundation abpudern, damit sie halt gesettet wird. Auch hier kommt noch der Glow durch und meine Haut scheint nach wie vor durch. Also es sieht wirklich alles sehr, sehr natürlich aus. Und nicht so, als hätte ich mir jetzt irgendwie 5 Kilo Make-up gefühlt ins Gesicht gegeben. Bei dieser Palette tut es auf jeden Fall weh, sie zu verwenden. Weil wenn man sich das mal anguckt, wie unglaublich filigran diese Pressings in den Fännchen gearbeitet sind, ne? Das ist krass. Ja, aber auch das nächste Produkt aus dieser Palette werde ich verwenden, und zwar hier das Contouring-Bronzer-Produkt, wobei das eigentlich von der Farbe her sehr schön kühl, sehr schön aschig ist, dieser wunderschönen Schildkröte da drin, und das trage ich mir ganz, ganz dezent auf. Nicht nur, weil ich das Pressing nicht kaputt machen möchte, sondern ja, weil ich einfach nur eine leichte Konturierung haben möchte. Das scheinen auch nicht so hundertprozentig komplett matte Produkte zu sein, wenn sie aufs Gesicht kommen, ne? Weil ich sehe so fresh aus und das gefällt mir sehr, sehr gut. Eine schöne, leichte Kontur, also mag ich gerne, ne? Also ja, sehr, sehr nice. Okay, jetzt habe ich hier auch von Flower Nose noch ein Produkt aus dieser Strawberry-Reihe, und zwar ist es ein Blush. Der ist auch wirklich schwer, ne? Ist die Farbe 03, also auch die Farbbezeichnung schreibe ich euch in die Infobox mit rein. Und hier haben wir ein Pressing drin, was nicht von dieser Welt ist, was nicht nur wunderschön ist, ich mache mal eben gerade hier die Folie ab, sondern auch einfach daran liegt, dass wir hier Engelchen drin haben. Und so schaut es aus. Das ist wunderschön. Zu schade, um es zu benutzen. Aber wir möchten natürlich auch wissen, ob die Produkte nur schön aussehen oder ob sie auch auf dem Gesicht gut performen. Und ja, nehme ich auch hier meinen Pinsel. Da vorsichtig durch und trage mir den Blush hier auf. Okay, das ist sehr, sehr subtil. Mal gucken, ob ich den aufgebaut bekomme. Ja, man kann den aufbauen und der sieht richtig schön aus. Richtig, richtig schön. Sehr samtig und natürlich, aber trotzdem vorhanden, ne? Also das ist, mag ich sehr, sehr gerne. Also ich weiß, nein, ihr wisst, dass ich auch gerne intensive Make-ups trage, dass ich auch gerne mich Bam in your face Schminke, und wahrscheinlich werden wir gleich bei den Lidschatten auch dahin kommen. Aber manchmal ist auch so ein Hauch von sehr edel, und vor allem, wenn man dann für sich selber weiß, was für wunderschöne Produkte man dafür verwendet hat, finde ich persönlich, strahlt man das auch ein Stück weit nach außen, ne? Genau, und ja, dieser Blush ist wirklich, wirklich schön. Heller hätte ich mir den definitiv nicht holen brauchen, weil dann hätte man ihn einfach nicht gesehen. Das heißt, wenn ihr vom Teint her, so wie ich seid, 03, ein Hauch von. Ansonsten würde ich empfehlen, zu gucken, ob es die noch ein bisschen dunkler gibt. Aber das ist schon hübsch. Das ist schon hübsch, ja. Mag ich gerne. Jetzt kommen wir zu einem Produkt von Clio. Und zwar habe ich hier ein Prism Highlighter Duo, was jetzt von außen nicht so bam in your face wunderschön ausschaut oder schreit.
Wir haben hier zwei verschiedene Highlighter drin. Einen, der schon relativ glitzernd ist, aber einen, der relativ subtil ist. Also das hat auch so einen Spiegelglanz. Und da gehe ich jetzt hier mit meinem Pinsel einmal durch und trage mir den hier auf. Und ihr seht, es ist wirklich nur ein Hauch von. Ne? Es ist jetzt nicht super krass intensiv, aber es ist ein wunderschöner Highlighter-Effekt. Und ja, als hätte ich mir da gerade mein Gesicht poliert. Und das finde ich echt schön. Ich fühle mich wirklich edel gerade. Es ist richtig cool. Und jetzt verwende ich ein Augenbrauenprodukt, auch das von Floraces. Habe ich hier in der Farbnuance 05. Da haben wir eine Seite mit einem Brush, also mit einem Spoolie. Und auf der anderen Seite haben wir eine Mine, wo dann auch das Produkt dran ist. Auch hier eine wunderschöne Verpackung. Sieht großartig aus. Ne? Das ist einfach ein extrem schöner Augenbrauenstift. Und er ist nachfüllbar. Also wenn der leer gehen sollte, ich glaube im normalen Lieferumfang hat man dann quasi noch eine Ersatzmine mit dabei. Das heißt, wenn ihr die kauft, dann habt ihr quasi sowieso zwei in eins gekauft. Der ist unfassbar stark pigmentiert, also man muss immer nur einen Hauch von auftragen. Und farblich gesehen muss ich auch ein bisschen aufpassen, aber der ist so richtig schön aschig, was auch sehr gut zu meinen Augenbrauenhärchen und generell auch zu meinen Haaren passt, ne? Fixieren werde ich das Ganze mit dem Fluff and Hold von Too Faced, einfach weil ich das aktuell in Anwendung habe und ich kein Augenbrauengel aus dem asiatischen Raum habe. Jetzt kommen wir zu etwas sehr, sehr mega aufregend Schönem. Ich freue mich drauf. Flower Nose hat diese wunderschöne Lidschattenpalette rausgebracht. Das ist aus dieser Mermaids Limited Edition und das ist die Farbe 04. Ich meine, lasst das mal einfach so auf euch wirken. Wie wunderschön ist diese Umverpackung allein schon, ne? Das will man sich einfach nur noch angucken. Dieses Schloss, was da drauf ist, mit diesem Verschwungenen. Dann dahinter dieses Mondgebilde, also extrem schön. Und ich habe mir die lila Variante gekauft und das schaut so aus. Wir haben hier matte Töne mit dabei, drei Stück und zwei Schimmertöne. Und ich habe jetzt schon in mehreren Videos gesehen, dass die Pigmentierung von diesen Paletten auch wirklich nicht von schlechten Eltern ist. Boah, diese Schimmertöne sind wie, weiß ich nicht, flüssiges Metall, wenn ich da so drüber gehe. So schauen die Töne auf den Fingern aus. Das Lila gucken wir uns gleich auch nochmal an, das ist auf dem Daumen. Also die drei matten Töne schauen so aus, sehr, sehr vielversprechend. Vor allem dieses ja bläuliche Lila, dann dieser ganz schöne, helle Ton, auch extrem hübsch. Also das ist mehr als nur ein Topper. Und Daumen hoch auch für diesen schimmernden Lila-Ton. Der ist nämlich auch so ein bisschen Multichrome, wenn ich das richtig sehe. Ne? Auch sehr, sehr hübsch. Bin gespannt, wie das jetzt auf den Augen wirken wird. Ich glaube, dass ich mir tatsächlich dieses lila, blass-lila Tönchen nach innen geben werde. Oh, da allein mit dem Pinsel reinzugehen, ist schon unglaublich. Aber wir haben hier eine freundliche Palette, denn hier sind keine Pressings drauf, wo man Angst haben müsste, sie kaputt zu machen. Das heißt, ja, dieses Tönchen setze ich mir nach innen hin. Auf mein Augenlid, so in die erste Hälfte quasi, ne? Ein schöner Ton, aber nicht unbedingt ein Ton, der einen dazu motiviert, die Palette für 35 Euro zu kaufen, auch wenn man da mit Claudies Welt noch ein bisschen Rabatt drauf bekommt. Aber jetzt schauen wir uns mal diesen ja hellblau-lila angehauchten Ton an. Den setze ich mir nach hier außen. Okay, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Pigmentierung. Klar, wenn ich das jetzt mit einem Blendepinsel auftrage, habe ich bei weitem nicht so eine intensive Pigmentierung, wie wenn ich das mit einem fester gebundenen Pinsel mache. Ich blende den auch ein bisschen mit in die Lidfalte. Und ja, die Farben kommen ja aus der gleichen Familie, aus der gleichen Farbfamilie. Deswegen lassen die sich auch schön miteinander verbinden. Es ist jetzt dezent auf dem Auge, aber ist jetzt nichts, was wir noch nie gesehen hätten, ne? Dann nehme ich mir dieses Dunkelbraun, was ja hier der dunkelste Ton auch als matter Ton in der Lidschattenpalette ist. Gebe da auch noch vorsichtig rein und gebe mir das an den unteren Wimpernkranz. Ich blende das auch ganz, ganz leicht hier außen so als Mini-Schatten mit rein, aber es soll jetzt kein Eyeliner werden, ne? Weil einen Eyeliner habe ich gleich. Genau, einfach nur, damit man so eine leichte Verbindung auch zwischen Hilfe
was ein widerspenstiger Pinsel so zwischen oben und unten so ist, ne? Dass man das halt irgendwie verbunden hat. Genau, so schaut es aus. Das sind die matten Töne. Wie gesagt, sind solide, aber nichts, wo ich jetzt sage, oh mein Gott. Aber jetzt kommen wir zu dem, wo ich hoffentlich sage, oh mein Gott, und zwar zu den Schimmertönen. Dafür trage ich mir zuallererst den NYX Glitter Glue auf, weil ich nicht möchte, dass irgendwas im Laufe der Zeit runterrieselt. Dann nehme ich mir jetzt zuallererst den lila Ton hier auf, den Schimmerlila Ton. Also wirklich wunderschön. Ich sehe da auch so bläuliche Sparkles drin, also viele verschiedene Farben. Rosa ist da auch mit am Start, ne? Also das ist sehr hübsch. Und den setze ich mir zuallererst auf mein Lid und tupfe den auch ein bisschen nach außen hin. Und eben durch diese verschiedenen Schimmerpigmente, die der mit drin hat, passt er zu beiden matten Tönen, die auch schon auf dem Auge drauf sind. Ist aber auch wirklich eher ein Topperton. Das heißt, der hat keine Base. Der hat ganz feine Schimmerpigmente mit drin, sodass das Auge wirklich oder das Augenlid, wo er drauf ist, nass aussieht, ne? Aber er hat keine eigene Farbbase. Das heißt, man sollte definitiv auch als Grundlage die matten Töne verwenden, die ich jetzt auch drauf habe, damit halt nicht so die Haut so durchscheint, es sei denn, man möchte das, ne? Das ist einem ja selbst überlassen. Und jetzt nehme ich mir hier den Hauptakteur, der ja auch wirklich in einem Portal in dieser Palette zu sehen ist, also diesen wunderschönen Schimmerton in der Mitte. Da haben wir grüne Schimmerpigmente mit drin. Wir haben da Rosa mit dabei. Wir haben Gold, glaube ich, auch ganz, ganz leicht zu sehen, ne? Also wirklich ein sehr heftiger Ton. Und den setze ich mir in mein inneres Drittel und auch in meinen Innenwinkel rein. Und das sieht echt aus, als hätte ich jetzt so Mermaid Tears, also so Meerjungfrauentränen auf meinen Augen. Ist richtig krass. Also ich glaube, der Hauptgrund von den Farben her, diese Palette sich anzuschauen, ist auch dieser helle Schimmerton, den ich jetzt, ich glaube, der kommt bei weitem nicht so intensiv raus, aber der ist halt echt krass. Also der ist halt richtig, richtig toll. Ne? Der ist großartig, abgesehen von dem überwältigenden Verpackungsdesign von der Palette. Aber der Ton ist es auch wirklich wert. Der ist schön. Definitiv macht das ein aufregendes Augen-Make-up, wenn man möchte. Man könnte es natürlich mit dem Dunkelbraun noch etwas außen abdunkeln, das möchte ich aber gerade einfach nicht. Ich verwende jetzt einen Eyeliner und zwar ist es der McQueen New York Waterproof Tattoo Pen Eyeliner. Und also der ist, also ich mag den. Ich hatte den Vorgänger davon schon mal da und der hat halt so eine Pinselspitze und der ist wirklich super empfehlenswert. Ihr werdet es gleich sehen. Damit kann man sehr präzise, aber auch sehr, sehr intensiv sich einen Eyeliner ziehen. Und der Eyeliner hält sehr gut, ist schön tief schwarz und ich mag diesen Eyeliner sehr, sehr gerne. Ja, genau. Tragen wir ihn mal auf. Ich habe Bock auf Dramatik. Echt, ich finde es richtig cool. Ich finde es immer so großartig, wenn ich dann hier so steil gehe und hier irgendwie so gar nicht. Naja, ich habe halt auch total unterschiedliche Augen, ne? Aber jo, Eyeliner sitzt. Ich mag diesen Eyeliner, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Offensichtlich. Aber ja, genau, ein sehr empfehlenswertes Produkt, was man sich angucken kann, wenn man gerne Eyeliner trägt. Jetzt werde ich einmal meine Base setten. Aber Leute, also, ne, dass ich mir eben Setting Powder drüber mache. Ich habe jetzt keins aus dem asiatischen Bereich, da nehme ich dann das, was ich jetzt aktuell offen habe. Ich finde, dass meine Base wirklich toll aussieht. Wirklich gut. Also ihr seht jetzt ja auch, ne, die Sonne kommt von der Seite. Ihr seht, wie natürlich das alles aussieht. Mag ich sehr gerne leiden. Make-up Forever Mist & Fix habe ich aktuell in Anwendung. Und natürlich meine heißgeliebte Catrice Wimpernzange kommt zum Einsatz. Und jetzt kommen wir zu einem Produkt, wo ich immer so ein bisschen, ich will nicht sagen Angst vor habe, nein. Also ich habe Respekt davor, so kann man sagen. Dr. Mascara von Etude oder Dr. Mascara Fixer in Black, das ist diese hier. Die Mascaras im K-Beauty oder im C-Beauty-Bereich sind wirklich, upsala, sind wirklich gut. Das Ding, was ich hier halt manchmal habe, ist, dass sie sich nicht so gut abschminken lassen. Die ist sogar vegan, ne? Ich meine sogar, dass auch alle Produkte, die hier auf meinem Tisch liegen, ja, doch sind die, ne? Tierversuchsfrei. Weil ich meine, dass Yestyle auch mal irgendwann gesagt hat, dass fast alles, was die bei denen im Shop haben, sowieso tierversuchsfrei ist. Und auch die ganzen Geschichten im koreanischen Beauty-Bereich, das ist, glaube ich, eh selbstverständlich, ne? Dass sie da keine Tierversuche machen. Meine ich, oder? Ich meine schon, da mal was gehört zu haben. Naja, hier habe ich auf jeden Fall ein
Bürstchen, was tannenbaumförmig aussieht und einfach ganz normale Fasern hat. Riecht ein bisschen künstlich. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Leute, die gerne dezente Wimpern mögen, vor allem, werden die schön finden. Ich mag die nicht. Also ich finde, die ist einfach viel zu wenig. Ja, sie trennt die Wimpern schön und gibt auch ein ganz kleines bisschen Länge. Aber ich finde sie halt einfach für mich, für das, wie ich gerne Mascara trage, viel zu wenig. Deswegen mache ich mir da jetzt noch ein bisschen was drüber. Was echt nur so eine Schicht von der MAC Stack ausmacht, ne? Das sieht man auf dem Auge. Auf dem Auge habe ich noch nichts drüber. Das ist schon krass. Ist halt eine persönliche Präferenz, aber ich mag es halt einfach lieber, wenn meine Wimpern etwas ausdrucksstärker sind. Und ja, deswegen. Aber der Augenlook an und für sich gefällt mir richtig gut. Habe ich sicherlich schon mal mit anderen Paletten auch so geschminkt, ne? Aber ich finde, dass das eine sehr empfehlenswerte Palette ist, weil es einfach Spaß macht, sie zu verwenden, ne? Also weil es einfach schön ist, sie in die Hand zu nehmen darüber. Also, ne? Die ist hübsch. Da kann man echt, also das ist, ich mag die. Ich habe hier echt die Antennen an, ne? Das ist unglaublich. Ich habe jetzt noch eine Geschichte und zwar ist das von Anlicia, der Non-Sticky Dazzle Tint Shimmer and Glossy Lip. Habe ich in welcher Farbe? Nummer 3, genau. So schaut der aus. Und den möchte ich jetzt einfach mal auftragen. Der ist nicht so super dunkel, wie der hier jetzt aussieht, auf den Lippen, wenn ich das jetzt ne, richtig in Erinnerung habe. Riecht sehr fruchtig, sehr, sehr lecker. Der Applikator ist wirklich perfekt, da kommst du super mit über die Lippen. Und der macht schöne Lippen. Das sieht wirklich toll aus. Also passt das jetzt zum Augenlook? Mehr oder weniger. Ich hätte hierzu vielleicht eher eine nudige Lippe wählen sollen, aber trotzdem gefällt mir das, ne? Das ist schon hübsch. Diese Antenne hier. Und ich finde, dass es auch wirklich ein insgesamt gelungener Look ist. Also, wenn ich euch Produkte aus diesem Full Face absolut empfehlen möchte, ist es definitiv die Foundation. Absolut und gar keine Frage, weil die sich so mega geil mit der Haut verbindet und einfach so ein schönes Ergebnis macht. Die hat jetzt nicht so eine Full Coverage oder sowas, ne, so eine mega krasse Deckkraft, aber sie gibt ein tolles Ergebnis. So eine Medium, oh, hier habe ich ein bisschen Lidschatten hingepackt, hatte ich eben nämlich noch am kleinen Finger, habe ich gesehen, läuft. Was ich auch sehr schön finde, zwar ist das. Also ist das Puder, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, sowas gibt's gar nicht sonst irgendwie. Was ich euch aber wirklich ans Herz legen würde, wäre von Florazes hier auch tatsächlich diese Face-Palette. Da könnten die Fännchen etwas größer gemacht haben. Nimmst du halt einen etwas kleineren Pinsel, weil so wirklich drin rühren kannst du damit nicht. Etwas, was ich auch extrem schön finde, ist diese Lidschattenpalette. Das ist ein absolutes Must-Have, meiner Meinung nach. Gibt's ja in unterschiedlichen Farben. Ich finde, damit macht man einfach einen schönen Look. Mag ich einfach super gerne leiden. Und man hat einfach dieses Gefühl mit dabei, dass du einfach weißt, ich habe dieses Wunder. Das ist eine Meerjungfrau hier oben drauf. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Eine Meerjungfrau, die quasi so nach unten guckt und hier ist ihr Fischschwanz. Wow. Also jedes Mal, wenn ich dieses Bild angucke, entdecke ich irgendwas Neues. Ist auch aufregend, ne? Richtig krass. Auch mega empfehlenswert ist der Eyeliner von McQueen New York. Ich glaube, der ist auch gar nicht mal so super teuer. Und ja, also das wären so die Produkte, die ich euch absolut empfehlen würde. Alle anderen Produkte haben auch schön performt, bis auf den Liquid Blush. Da muss ich sagen, hat der bei mir leider ein bisschen abgelost. Das war nicht so mein Favorit. Ansonsten schöne Produkte, auch die Mascara, nicht ganz so meine Welt, aber ich glaube, viele mögen das auch lieber etwas zurückhaltender und dezenter. Und ich glaube, im asiatischen Bereich ist es auch sehr, sehr weit verbreitet, sich dann ja auch nochmal Lashes aufzukleben, sodass du diese Mascara ja nur am unteren Wimpernkranz theoretisch verwendest, ne? Trotzdem, der Look gefällt mir mega gut. Ich fühle mich richtig wohl damit. Ich finde, meine Base ist wunderschön. Meine Augen sind richtig schön. Dieser helle Schimmer. Ach, ich könnte jetzt noch richtig lange weiter schwärmen, aber ich lasse es einfach mal. Schaut in der Infobox vorbei, wenn ihr möchtet. Da sind alle Produkte verlinkt. Und wie gesagt, mit Claudis Welt bekommt ihr bei YesTyle auf alle anderen Produkte, die dort zu finden sind, halt auch noch den entsprechenden Rabatt. Aber auch auf das, was ich euch jetzt in der Infobox natürlich von YesTyle verlinke. Ist keine Kooperation. Also YesTyle weiß nicht, dass ich jetzt gerade dieses Video mache. Vielleicht schreibe ich denen das aber noch.
Dann sind die vorbereitet, falls ihr den in den Laden leer kauft, weil das einfach so schöne Sachen sind. Nein, egal. Ihr Lieben, schaut gerne in der Infobox vorbei. Alles dazu verlinkt. Das ist ein langes Outro gewesen. Ich hoffe, dir hat es hier gefallen. Und wenn dem so ist, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.